Hallo Leute! Und ja, wir beginnen. Wir können gleich mal, aber zuerst checken wir mal unsere Ausrüstung. Nein, blöd. Falsch. Objekte. Wir kaufen lieber noch ein bisschen ein. Nicht einen. Dann. Und außerdem bessern wir unsere Knarren auf Level 2. Und dann legen wir mit dem nächsten Auftrag auf. Von Teufeln und Schwertern lassen sie die dämonischen Torwächter ihre Macht spüren. Boah, krass. Thanks for destroying the luck for me, devil boy! And welcome to hell! Please accept my gift. Don't be humble. Just take it. After all, we're buddies, aren't we? Well, isn't that special? To be honest, I'm expecting something a little better than this. So, und ja, ich habe ihn etwas umgezogen. Ich habe Dante etwas umgezogen. Ich habe ein anderes Outfit fast. Und wir machen jetzt erstmal diese Scheißkerle hier fertig. Unsere Rebellion effektiver. Mann! Oh! Dante! Was? Was? Mann! Ich bin richtig verarscht. Mann, bin ich schlecht. Wieder mal. Mann, diese Viecher! Stirbe! Okay. Die Viecher sind eindeutig. Ist das krank? Ich mag sie nicht. Warum? Okay, warum sterben die nicht? Ah, das ist es. Ich muss jetzt erst abfahren, dann kann ich töten mit meinem Schwert. Gut zu bitten. Schon. Hey, wir sind wieder in der Wurmkammer. Wie viele von den Dingern gibt's hier eigentlich? Mann!
Endlich! Mann, ey! Die vier gingen einen wirklich richtig am Zeiger. So, und... Ja, hallo? Schön! Weiter? Ah, Kreis! Klar! Ja, schon wieder! Na, warte, die Frickung! Dance, 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 dance! Tanz, du verrückter Clown! Tanz, du verrückter Clown! Ich hasse diesen Clown! Ich hasse, dass ich mich schon wieder heilen muss. So, benutze am besten gleich einen großen, um mich voll zu heilen. So, und dann baller ich gleich wieder auf den Typen. Hasse den Typen! Stirb, du Scheißdreckskerl! Ich das hasse. Ich hasse diesen Typen. So, dann tanze, du Schwuchtel. Stirb. 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 Ah. Tanze. Dann. Der Kerl gibt mir... Ah. Toast von... Tinker. Mit seinen blöden Kugeln. Stirb! Endlich! Ups. Schau den Typ an, der ist zu schwul! Sein ja klar! Sein scheiß schwarzen Strampler! Ah, ich könnte ihn umbringen! Man längste grüne Kugel hätte er fallen lassen können! Aber nein! Wieder das Arschloch, weil wir so schlecht in dem Spiel sein. Ja, wenigstens kommen wir jetzt wieder raus. Hm, gehen wir hier rauf. Mann! Ich kann noch weniger springen als vorher. Also, ja, da geht's nicht drüber, also verziehen wir uns da raus. Ja, ladet. Zuerst hole ich mir mal den hier. Und dann gehen wir weiter nach oben. An diese blöden Clown. Der hat uns richtig scheiße Zeit gekostet. So wie die ersten vier da. So, und hier müssen wir her. Und hier setzen jetzt wir diese Tafeln ein, die wir bekommen haben. Durch diese coole Tafel. Aktiviert sich jetzt da unten so ein Sprungdingens, den man sich jederzeit rauf katapultieren und wie wir sehen, fahren sich diese Wände ein, die uns blockiert haben, und da sehen wir, da können wir jetzt voll hochspringen. Das demonstriere ich am besten gleich einmal, weil es lustig ist. Oh! Und wir können uns mit etwas Geschick wohin springen, wo wir wollen. Moment, da liegt was, da ist was, was haben wir da?
Bajura, Modell einer älteren Waffe, mit der Blitze kontrolliert werden können. Also, können wir die ausrüsten? Ja, aber glaube nicht während des Auftrags. Oder schauen wir mal, Ausrüstung. Teufelswaffen? Nein! Während des Auftrags nicht. So, ich muss den Part aber hier sowieso beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!